Herzlich willkommen zu den internationalen Wochen gegen Rassismus in Hanau. Die wundervolle Stadt, hier werden nicht nur Märchen geschrieben, sondern in dieser Stadt wurden Märchen erfunden. Und deswegen habe ich heute was Süßes mitgebracht. Schokoküsse. Was hat das zu tun mit den internationalen Wochen gegen Rassismus? Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Denn heute möchte ich eine Frage stellen. Was ist der Grund für so viel Wut, Hass, Trauer, Ärger und Streit? Terror! Zwischen den Menschen. Der Grund dafür ist, besser gesagt, der Grund ist, sind mentale Grenzen. Schauen wir uns mal diese Schokoküsse an. Das allererste, was wir sehen, unser Fokus ist sofort auf die Dinge, die diese wundervollen Schokoküsse unterscheiden. Der ist weiß, der ist schwarz, der ist braun. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir spazieren durch die wundervolle Stadt Hanau und wir sehen diese Menschen. Jeder Mensch ist ein Kuss, ein Schokokuss, richtig süß. Der Mensch ist halt schwarz, der Mensch ist weiß und der Mensch ist braun. Das ist ein Deutscher, das ist ein Türke, das ist ein Jugo. Der kommt aus Israel, der kommt aus der Schweiz und der kommt aus Japan. Das ist ein Jude, oh, ein Jude. Das ist ein Moslem und das ist ein Christ. Unser Fokus ist immer auf das, was uns unterscheidet. Und das ist der Ursprung vom Rassismus. Immer dieses Denken, was unterscheidet uns? Denn wenn ich immer damit unterwegs bin, mit dem Denken, was unterscheidet mich eigentlich jetzt von dem und von dem und von dem, dann beginne ich über den und den und den zu reden. Und das ist so verkehrt, denn anstatt übereinander zu reden, lasst uns miteinander reden. Miteinander reden wird genau das erzeugen, was unser Schöpfer zu einem jeden sagt. Denn Gott spricht zu einem jeden Menschen, egal woher du kommst, wo du gelernt hast, was du bist, was du hast, welche Sprache du sprichst, wie du betest, was du betest, wen du anbetest. Er spricht alles. Und er spricht zu einem jeden Menschen denselben Satz. Es werde Licht. Deswegen sprecht mit mir gemeinsam jetzt in Hanau, internationale Wochen gegen Rassismus, mehr Licht. Strahlt mit mir gemeinsam mehr Licht und leuchtet mit mir gemeinsam mehr märchenhaftes Licht. Wir müssen aufhören, unseren Fokus immer auf die Dinge zu legen, die uns unterscheiden. Es würde so viel mehr Liebe, so viel mehr Toleranz, so viel mehr Respekt, so viel mehr Vertrauen zwischen uns Menschen herrschen, wenn wir beginnen zu sehen, was uns verbindet. Ich sitze in Israel, in der wundervollen Stadt Jerusalem. Aber du verstehst mich, wir sprechen dieselbe Sprache. Das verbindet. Wie wundervoll. Aber es gibt viele Dinge, die unabhängig sind von Herkunft, Sprache und des Glaubens, die uns verbinden. Nämlich, werfen wir doch mal einen Blick hinein in diese wundervollen Schokoküsse. Was passiert? Ein Blick hinein in den wundervollen Schokokuss offenbart mir das Innere. Egal, was für ein Schokokuss hier in Hanau spazieren geht, ob schwarz, weiß, braun, jüdisch, muslimisch, katholisch, das Innerliche ist weiß, rein und sauber. Ein Herz schlägt für die Liebe. Wir alle wollen die Liebe. Wir alle wollen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und die internationalen Wochen gegen Rassismus wollen genau das hier auslösen. Und vor allem wir von der jüdisch-chassidischen Kultusgemeinde Breslev wollen diesen Ball ins Rollen bringen. Und es soll die Welt reinwaschen mit der Liebe, wie diese Lawine der Liebe. Soll eben rufen, lasst uns mehr darauf fokussieren, was uns verbindet. Und das ist so viel mehr und ist vor allem auch so viel mehr wert, als all das, was uns unterscheidet. Denn jede Grenze existiert nur in unserem Kopf. Im realen Leben sind wir alle eins, nämlich Menschen. Und wir alle haben tatsächlich nur eine Nationalität und es ist dieselbe, Mensch. Deswegen, meine Lieben, aufhören, übereinander zu reden und lasst uns beginnen, miteinander zu reden. Und deswegen machen wir von der jüdisch-chassidischen Kultusgemeinde Breslev, Deutschland in Hanau die Türen so weit auf. Wir schreiben ein neues Märchen. Wir tun nämlich das Judentum in Hanau so etablieren, wie es gehört, nämlich ein richtiger Bestandteil in der Gesellschaft der
statt. Und das ist einfach nur wundervoll. Und eben deswegen möchte ich euch segnen und grüßen aus Jerusalem mit einem großen Herz. Und was soll ich sagen? Du bist süß und dein Licht steht dir. Alles Liebe, 100% Menschenwürde.